freue mich sehr, dass ich heute den Dachverband Salzburger Kulturstätten bei mir im Studio habe. Bei mir zu Gast sind heute Cornelia Arnhaus, Karl Zechenter und Thomas Randisek. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Charlie, was ist denn der Dachverband? Wir setzen uns ein für die Interessen von Kulturschaffenden und von Kulturarbeitern und Arbeiterinnen in ganz Salzburg und sind insofern eine Interessensvertretung und sind bemüht, die Bedingungen für das Kulturschaffen zu verbessern. Und Thomas, Thomas, könntest du uns was dazu erzählen, wie sich der Dachverband gegründet hat? Der Dachverband Salzburger Kulturstätten hat sich Ende der 80er Jahre gegründet, mit damals 8 Mitgliedern, die in Salzburg zeitgenössische Kultur veranstaltet haben. Und über diese nun 27 Jahre hat sich dieser Verband entwickelt zu einer Größe von derzeit 77 Mitgliedern. Und was leistet der Dachverband? Also ihr bietet Workshops an und Seminare. Für wen? Wir schauen einerseits lobbyieren für die freie Kulturszene. Das heißt, wir schauen, dass die Kulturbudgets entsprechend dotiert sind. Wir machen auf der anderen Seite Öffentlichkeit Arbeit für alle Kulturstätten, die Mitglied im Dachverband sind. Wir machen Service und Beratung für Mitglieder des Dachverbands und für die Mitarbeiterinnen in den einzelnen Kulturstätten. Und wir machen Diskussionsveranstaltungen, Diskurs zu kulturpolitischen aktuellen Themen. Kann jeder Mitglied werden oder wie läuft es bei euch ab? Es gibt im Wesentlichen 3 Grundvoraussetzungen. Die erste ist, dass man sich mit zeitgenössischer Kunst und Kultur auseinandersetzt. Das zweite ist, dass man parteipolitisch und religiös unabhängig ist. Und die dritte Voraussetzung ist, dass man diese Arbeit gemeinnützig macht, also nicht gewinnorientiert. Die vierte Voraussetzung ist, dass man mindestens 2 Jahre existiert als Kulturverein. Genau. Und wie organisiert ihr die Mitarbeit von diesen 77 Mitgliedern inzwischen? Das ist über die Jahre gewachsen. Es findet viel über E-Mail-Kontakt statt, es findet aber auch viel über persönlichen Kontakt statt. Und diese 77 Mitglieder wählen eben einen Vorstand, der derzeit aus 6 Personen besteht. Und dieser Vorstand übernimmt inhaltlich das Tagesgeschäft. Und als Geschäftsführer bin ich dafür verantwortlich, dass das, was der Vorstand in groben Zügen beschließt, auch umgesetzt wird. Gut, ohne Geld geht es meistens leider nicht. Ich denke, ihr müsst euch auch irgendwie finanzieren. Bekommt ihr Unterstützung vom Land oder und von der Stadt? Ja. Beim Dachverband ist eines bemerkenswert, dass er über 50% seiner Mittel selbst rekreiert. Das heißt über Mitgliedsbeiträge und Inseratbeiträge. Wir werden aber auch von Stadt und Land gefördert, von der Stadt Salzburg im Ausmaß von 34.000 Euro, vom Land Salzburg derzeit im Ausmaß von 37.000 Euro. Gesamtumsatz des Verbandes ist so ungefähr 130.000 Euro im Jahr. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, damit man sich das vorstellen kann, ist, dass es ein Verein, ein Verband ist, der sehr solidarische Mitglieder hat. Also es sind sehr große Vereine dabei, Vereine wie die AGE, das Schauspielhaus, also sehr große Institutionen und es sind sehr kleine Institutionen dabei. Und die Großen leisten dann dementsprechend auch einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Dachverbands und treten mit ein für Interessen, die dann auch für die Kleinen wichtig sind. Und dieses Miteinander ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das man im Kopf behalten muss, wenn man sich den Dachverband vorstellt. Ja. Ich meine, die Salzburger Kulturszene ist sehr groß. Für einen Dachverband und auch für diese Mitglieder, welche Herausforderungen gilt es denn im Kultursektor in Salzburg zu meistern? Also zu den Herausforderungen und Zielen gehört natürlich auch vom Dachverband, dass wir einstehen für Kultur für alle, sprich es geht um eine demokratische Teilhabe an Kultur. Kultur und Kunst schaffen soll ein Abbild der Gesellschaft sein. Das heißt, es sollen Migrantinnen, Frauen, queere Bevölkerung, Bevölkerungsschichten und so weiter vorkommen. Es geht auch um Inklusion, dass Menschen mit Behinderung sichtbar gemacht werden, beziehungsweise immer ihnen Zugang barrierefreier zur Kultur
geschaffen wird, und da gibt es noch genügend Baustellen, die leider als anderes erledigt sind. Kultur am Land ist auch noch ein Stichwort, was man da dazu einfällt, sprich zeitgenössische Kulturproduktion am Land ermöglichen, eben auch Kulturhäuser oder Orte, Infrastruktur und professionelles Personal dort da finanzieren, damit das dort stattfinden kann und nicht irgendwie nur einmal im Jahr Gastspiel von irgendwelchen, sage ich mal, zentralistischen Produktionsorte. Ich würde sagen, ja, weitere Ziele soll der Charlie erklären. Ja, Kultur für alle ist da ein bisschen mein Stichwort vielleicht sogar. Es ist, ist gerade wieder ein Kulturentwicklungsplan ausgeschrieben. Das ist also so ein Leitbild, das das Land erarbeitet, das Land Salzburg. Und da geht es eben darum, dass das von möglichst vielen Menschen erarbeitet werden soll. Und wir vom Dachverband begleiten diesen Prozess und bemühen uns natürlich auch, dass die Interessen der Kulturschaffenden, aber auch der Menschen, die einfach kulturell interessiert sind und die sich, ob das jetzt eben in Radstadt ist oder in Lehn, kulturell einsetzen, dann auch da wirklich zur Geltung kommen. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess für die nächsten Jahre in Salzburg, weil er natürlich auch bestimmt, wie das Geld verteilt wird. Und je nachdem, was da drin steht, wird dann auch Budgets gemacht. Und ich glaube jetzt noch anschließend an das, was die Conny gesagt hat, dass wir ganz fantastische Häuser am Land haben, also ob das jetzt das Nexus ist oder Jazz im Sägewerk oder wie auch immer, aber dass die wirklich an der, also es sind Häuser, die könnten auch irgendwo ganz anders stehen, die könnten auch in München stehen oder sonst was oder in Salzburg oder, das Wichtige ist aber, dass die, glaube ich, wirklich an einer Grenze der finanziellen Machbarkeit arbeiten. Ich glaube, da muss man wirklich viel mehr tun. Und Medien, das nächste wichtige Thema. Zur Frage nach FS1 war die Frage so, dass die Kulturpolitik sich lange geweigert hat, so einen Sender wie FS1 auch zu ermöglichen. Irgendwann hat es uns dann gereicht und wir haben gesagt, wir nehmen selbst Geld in die Hand und versuchen, dieses Projekt somit zu unterstützen. Und damit ist es dann auch gelungen, dass FS1 sich gründen konnte. Also wir haben einfach Geld in die Hand genommen und haben FS1 so unterstützt und sind jetzt Teilhaber mit 25,3% am FS1. Super Option. Und der Medienansatz. Schnitt und dann. Naja, die Sache ist so, dass zu einer zeitgenössischen Kulturszene auch die freien Medien gehören. Das heißt, Fernsehen genauso wie Radio, genauso wie Printprodukte, das ist uns sehr wichtig und das versuchen wir auch zu ermöglichen und zu unterstützen. Es ist einfach so, dass diese Medien Teil einer zeitgenössischen Kulturszene sind, überall in Österreich und besonders auch hier in Salzburg. Und sind das dann jetzt auch eure Ziele dann jetzt für die nächsten Monate, Jahre? Gibt es bestimmte Projekte, die ihr jetzt gerade im Visier habt, die jetzt verwirklicht werden sollen? Ja, es gibt sehr erfolgreiche, länger laufende Projekte, wie zum Beispiel Hunger auf Kunst und Kultur, wie die, wo es darum geht, Menschen den Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Es gibt Projekte wie die Stolpersteine, wo gerade für Stefan Zweig ein Stolperstein verlegt ist. Diese Projekte laufen weiter. Wir haben ein wichtiges Projekt, ein Zukunftsthema sind natürlich die Nutzung von Räumen, sowohl in der Stadt wie auch im Land. Da gibt es die Leerstandsinitiativen, also Gebäude, die leer stehen, werden gesammelt, wird geschaut, was passiert da drin, kann man die eventuell auch anders zwischennützen. Und da haben wir einen ersten Schritt dazu gesetzt. Das ist jetzt eine Initiative geworden, die von der Stadt unterstützt wird. Also da machen wir an allen Stellen weiter. Was aber natürlich wichtig ist, das habe ich vorher schon erwähnt, ist der Kulturentwicklungsplan. Und was auch wichtig sein wird, ist eben die Kultur am Land besser zu fördern, denke ich. Ja, also nur um die Frage ganz kurz zu beantworten. Ja, das sind unsere Ziele, alles, was wir vorher genannt haben, und sprich, das wird sich nicht in Monaten erledigen lassen, sondern wir werden weiterhin jahrelang daran arbeiten. Aber eben, es gibt durchaus Erfolgsbilanzen, Erhöhung des Budgets für die freie Szene und so weiter, wo durchaus erste Erfolge da sind, nicht erst seit gestern, und wo wir weiter dranbleiben werden.
Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage an dich, Thomas. Und zwar, du bist ja jetzt wirklich sehr lange schon beim Dachverband dabei. Verband, danke. Was sind denn jetzt so die Meilensteine, die dir am besten in Erinnerung geblieben sind? Am besten oder am schlechtesten? Wir können beides machen. Erst vielleicht die am besten. Am besten ist natürlich schon, dass sich diese Szene gut entwickelt hat. Wer in die Stadt Salzburg kommt, hat ein super breites Angebot an verschiedensten Initiativen und dem fehlt eigentlich vom zeitgenössischen Angebot wenig. Beim Land Salzburg ist das noch etwas anders. Da hoffen wir, dass da noch nachgebessert wird, zum Beispiel mit Radio, mit Fernsehen. Das ist schon eine Entwicklung, die sehr erfreulich ist, dass man das Ganze halt jetzt auf dem Stand hat, der wirklich auch dem Jahr 2016 entspricht, sage ich jetzt mal. Die negativen Dinge liegen schon längere Jahre zurück, muss man auch sagen. Schwere politische Auseinandersetzungen in den 90er Jahren um die Finanzierung der freien Szene. Das hat sich wesentlich verbessert. Ein Grund für diese Verbesserung war sicher auch das Kulturleitbild der Stadt Salzburg, das einerseits für die Kulturpolitik viel gebracht hat, aber andererseits eben auch für die Kulturstätten und die Künstlerinnen. Da gibt es eindeutig Vorteile für beide Seiten und wir denken, dass das beim Land Salzburg genauso sein wird. Gut. Möchtet ihr noch was abschließend sagen? Gibt es noch was? Danke. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dankeschön. Danke. Bitte.